Das Inventar ist eine ausführliche Aufstellung der einzelnen Vermögensteile und Schulden nach Art, Menge und Wert. Dadurch verliert es erheblich an Übersichtlichkeit. Das HGB verlangt daher eine regelmäßige Aufstellung des Inventars. Die Bilanz ist eine Kurzfassung des Inventars in Kontenform. Sie enthält auf der linken Seite die Vermögensteile, auf der rechten Seite die Schulden bzw. Verbindlichkeiten und das Eigenkapital als Ausgleich. Die Aktiva-Seite der Bilanz enthält die Vermögensteile gegliedert nach steigender Liquidität. In anderen Worten, man sieht die Mittelverwendung oder wo das Kapital angelegt ist. Die Passiva-Seite der Bilanz enthält das Eigen- und Fremdkapital, also die Mittelherkunft oder woher das Kapital stammt. Beide Seiten der Bilanz weisen daher die gleiche Summe aus. Das HGB verpflichtet buchhaltungspflichtige Unternehmen zu Beginn und als Jahresabschluss eine Eröffnungs- und eine Schlussbilanz aufzustellen. Die Bilanz ist nach dem GOB aufzustellen. Sie muss klar und übersichtlich sein. Sie ist in deutscher Sprache und in Euro zu erstellen. Zusätzlich ist sie vom Kaufmann oder bei mehreren persönlich haftenden Gesellschaftern von allen unter Angabe des Ortes und des Datums zu unterschreiben.